Hallo und herzlich willkommen auf Epic, heute bei uns von Tasmanian Tiger, der Toolpack Zip. Willkommen zurück bei der Tasmanian Tiger Zip-On Serie. Wir haben euch bereits den QRLC Zip-On Plattenträger vorgestellt und auch das Molle Zip-On Panel und das Medic Zip-On Panel. Jetzt geht's weiter mit dem Breacher Panel, wo die Herzen aller Türtreter, dort Kicker und wie sie auch immer alle heißen, höher schlägt. Denn gerade in dem Bereich ist es relativ dünn gesät, muss ich sagen. Also es gibt nicht viele Hersteller, die da Panels liefern, die in der Lage sind, Werkzeug aufzunehmen. Man muss sich meistens irgendwas aus Molle bauen. Und hier die Lösung von Tasmanian Tiger, die hat Hand und Fuß unserer Meinung nach, haben sie wirklich sehr schön umgesetzt. Von daher stellen wir es euch einmal im Detail vor. Als allererstes, was verwendet Tasmanian Tiger als Material? Wir haben hier IR-sicheres 500D Crodura, steingrau Oliv, nach Bundeswehr TL gefertigt. Und der Toolpack ist, wie ich schon gesagt habe, eben für Tools und Werkzeug gedacht. Von der Ausstattung her habt ihr auf der Front hier ein Klettfeld für Patches, Lasercut-Molle, um weitere Taschen anbringen zu können, falls euch das nicht, was drin ist, hier schon schwer genug ist. Und habt hier auch Kompressionsriemen, um das Ganze eben bei Bedarf auch eng zusammenziehen zu können, wenn ihr weniger Ladung habt. Jetzt ist ja hier die Maximalkonfiguration drin. Von daher habt ihr hier aber auf jeden Fall den Spielraum, um damit arbeiten zu können. An den Seiten habt ihr Shockcord, um hier das Ganze nochmal zu fixieren und zusätzlich elastische Schlaufen. Das ist für Breech Pens gedacht, die haben wir auch schon im Detail vorgestellt. Verlinken wir euch hier am Ende des Videos nochmal, könnt ihr euch angucken. Einwegschweißgerät im Endeffekt, dafür ist es gedacht. Aber das funktioniert natürlich für alle Gegenstände, die irgendwie in dieser Form sind, wie zum Beispiel hier ein kleines Stanley-Brecheisen, könnte man hier auch ohne weiteres unterbringen und fixieren. Also die Möglichkeiten, was man hier an der Seite unterbringen kann, sind da relativ offen. Ja, dann habt ihr im eigentlichen Werkzeugbereich zwei Unterteilungen. Ich mache jetzt mal gerade den vorderen Bereich auf und entnehme mal das Werkzeug. Das ist auch so konzipiert, dass natürlich das Zip-On-Panel am Plattenträger verbleibt und entweder der Breacher selbst sich seinen Kram, wenn er rankommt, rauszieht oder eben halt ein Kamerad die Sachen dann entsprechend nutzt und er hier nur das Ganze trägt. Da ist im Endeffekt das so gebaut, dass man hier mit Shockcord das Ganze sichern kann, wenn man zum Beispiel auf den Zugriff sich vorbereitet und beim Zugriff selbst löst man dann vorab schon die elastischen Schlaufen, dass man direkt eigentlich dann rankommt. Ja, okay. Also ihr habt es gesehen, wir haben hier zwei Einschübe für große Werkzeuge. Zeige ich euch gleich im Detail, wie das aussieht. Das Ganze wird hier in der Mitte mit einem Shockcord fixiert. Das heißt, dieser Frontbereich lässt hier auch deutlich mehr Volumen noch zu, wenn dann da Bedarf ist. Also gerade auch hier mit den Kompressionsriemen an der Außenseite habe ich hier massiv Platz, um auch noch größere Gegenstände als die Werkzeuge unterzubringen. Lässt sich dann, wie gesagt, hier mit dem Shockcord vorne noch mal ein bisschen fixieren. Der Druckknopf, den ihr hier in der Mitte sehen könnt, der ist für den hinteren Bereich da. Ich mache den jetzt einmal auf, damit ich hier ein bisschen besser arbeiten kann. Und einmal die Module herausnehmen. Die sind nämlich hier eingeklettet. Das heißt, ihr habt eine Rückwand aus Klett. Klett des Teufels. Aber da müsst ihr euch auf jeden Fall keine Sorgen machen, dass die Werkzeuge irgendwie verloren gehen. Und hier seht ihr jetzt den Einschub für die Werkzeuge. Der ist so konzipiert, dass man hier auch relativ dickbauchige Werkzeuge unterbringen kann. Im Endeffekt nur eine Führung im oberen Bereich, dass man auch wieder gut zurückstecken kann. Und unten hängt das dann lose heraus. Das Ganze wird eingeklettet, oben wie gesagt mit Shockcord-Sicherung, um das Ganze zu sichern. Und das könnt ihr dann auch individuell versetzen und einbauen, wie ihr das braucht. Jetzt habt ihr vielleicht ein Werkzeug, das länger ist, als dieses Panel ist. Genau dafür habt ihr auch vorgesorgt, im unteren Bereich einen Zipper. Den kennt man von der Hydration Pouch von Tasmanian Tiger. Die ist ja auch von der Größe her so und kann aber bei Bedarf unten noch verlängert werden. Genau das ist auch hier der Fall. Ich habe hier einen herausnehmbaren Bodenbereich, der mir das Ganze dann erstmal um ca. 5 bis 8 cm verlängert. Damit hätte ich dann schon mal die Möglichkeit, ein längeres Werkzeug zu nutzen. Und wenn ihr wirklich hier ein Helligan-Tool reinsteckt, dann könnt ihr hier im unteren Bereich auch nochmal ein Klett öffnen, um dann da eben entsprechend
auch ultralange Gegenstände nach unten herauszuführen. Ablauföse vorhanden, so wie sich das gehört. Das ist im Endeffekt dann die Verlängerung für das vordere Fach. Und bei Nichtgebrauch, wie ich es jetzt hier genutzt habe, zumachen und fertig. Ja, dann haben wir den hinteren Bereich. Der ist für Boltcutter gedacht, hauptsächlich. Natürlich kann man auch eine Trinkblase oder sowas reinmontieren, was auch immer man sich wünscht. Hier haben wir jetzt einen relativ kurzen Boltcutter. Auch da wieder habt ihr gesehen, ich musste das nicht verlängern. Deshalb fragt ihr euch vielleicht, der vordere Bereich war ja, also der Bereich hier unten mit dem Reißverschluss war ja nur für den vorderen Bereich. Und hier ist nochmal ein Wulst, der dann entsprechend für den hinteren Bereich ist. Der ist mit dem Druckknopf gesichert. Dann hat man diesen typischen, ich nenne ihn jetzt mal Waffenschuh, der hier unten raushängt. Und da kann ich dann natürlich meinen Boltcutter hineinführen, wenn er länger ist. Und wenn er dann tatsächlich noch länger sein sollte, habe ich hier in dem Fall keine Möglichkeit, das Ganze nochmal aufzumachen. Also kein Klett oder irgendwas, um das zu verlängern. Aber von der Länge hier, ich sehe es ja schon, wenn ich jetzt hier den Bolzenschneider nehme, der würde hier jetzt schon komplett drin verschwinden. Das heißt, bei einem längeren steht das dann so über, dass ihr auch gut greifen könnt. Also da vermissen wir tatsächlich nichts als Verlängerung. Und hier die Lösung mit dem Druckknopf ist auch ideal, um eben auch hier im Fach keinen Platz wegzunehmen. Das Fach selbst wird mit diesem Druckknopf verschlossen, wie ich schon gesagt habe. Und hier habe ich auch nochmal einen Zipper. Der ist hier zusätzlich mit G-Hooks gesichert. Die löse ich jetzt einmal hier oben. Das heißt, Zipper, und Zipper ist auch nochmal hier fixiert, dass der nicht einfach aufgehen kann mit einem Druckknopf, kann ich hier auch dann das nochmal aufmachen und weitstellen, falls hier dann doch nochmal irgendwas Größeres untergebracht werden soll. Also auch da wiederum Klett auf der Rückseite, falls denn die Module da eingesetzt werden sollen und der vordere Bereich flach sein soll. Also da habt ihr auch jede Möglichkeit, die ihr haben wollt oder braucht, um euer Werkzeug vernünftig zu organisieren, so dass man selbst oder auch andere damit arbeiten können. Kommen wir zum Fazit und zur Zusammenfassung des Toolpack Zip-Ons. Tasmanian Tiger hat hier wirklich an alles gedacht, unserer Meinung nach. Muss man ganz klar und offen sagen, Respekt, denn das hat bisher unserer Meinung nach oder unserer Erfahrung nach noch keiner geschafft, ein Zip-On-Panel für einen Plattenträger zu schaffen, wo man wirklich so universell die Sachen, die Werkzeuge unterbekommt und eben auch noch Spielraum hat für weitere Ausrüstung in Form von Molle und auch von der Skalierbarkeit sehr gut nach oben, nach unten gehen kann und auch von der Länge der Werkzeuge. Also wenn ihr auf der Suche gewesen seid oder auf der Suche seid nach einem Panel, um eure Zugriffswerkzeuge, zumindest die tragbaren, nicht die hydraulischen, das ist schon klar, dann ist das hier auf jeden Fall das richtige Toolpack für euch. Ja, das waren die spezialisierten Zip-On-Panels von Tasmanian Tiger. Im nächsten Video zeigen wir euch dann noch ein It can do everything Toolpanel, aber dazu nächstes Mal, was wir bisher gezeigt haben und natürlich auch das Neue, könnt ihr überall dort kaufen, wo man Produkte von Tasmanian Tiger kaufen kann. Der Link zum Hersteller ist unten eingeblendet. Was sagt ihr dazu? Absolut top, oder? Schreibt es uns in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, wie immer an dieser Stelle, liken, Abo, Glocke, Luck und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, macht's gut, bye bye.